Don't forget your first love. We were young and wild, we were born. Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mir war heute danach, dass ich einen Stallvlog drehen möchte, also mache ich das auch. Der Angelika müsste auch jeden Moment da sein, denn wir möchten heute unbedingt ausreiten gehen. Ich werde jetzt davor, bis die Angelika eintrifft, mit der Stallarbeit beginnen und schon mal ausmisten. Wir haben an sich nämlich heute ausnahmsweise mal vernünftiges Wetter, weil die letzten Tage hat es bei uns jeden Tag durchgeschüttet. Wir haben auch gefühlt den Herbst übersprungen und wir haben jetzt schon Winter, deshalb habe ich auch schon Winterjacke und auch Stirnband an. Es ist einfach wirklich kalt, aber ich labere jetzt nachher nicht mehr lange drumherum. Wir schnappen jetzt den Schubkarren und werden schon mal müssen, bis die Angelika da ist. Ich lasse jetzt mal kurz die Blackeline auf die Koppel. Da kommen sie auch schon, weil während wir missten immer, darf sie zu Lucky und Vicky runtergaloppieren. Viel Spaß auf der Koppel. Hallo? Mich hat hier jemand kurz besucht. Guten Tag. Und schaut mal, wie der schon wieder aussieht. Wie scheint so. Da brauche ich später ewig, um dich sauber zu bekommen. Du. Yeah. Ich bin jetzt fertig mit dem Misten. Ich habe jetzt nicht so viel mitgefilmt für euch, weil es ist einfach nicht interessant. Auf jeden Fall habe ich jetzt alles gemistet und das Heu aufgefüllt. Jetzt ist auch die Angelika gerade gekommen. Jetzt riecht man es her, dann schnappen wir uns die Pferde und dann geht's los. Was geht denn hier jetzt ab? Entschuldigung! Pferde! Wir brauchen euch! Angelika! Okay, sie kommen doch wieder zurück. Ja, jetzt ist ja lustig! Alter! Was? Ey, ich glaube, die haben zu viel Energie! Da steht das dreckige Pferd und er hat übrigens das neue Halfter dran, was ich letztens bei Löster mitgenommen habe. Ist das schick? Richtig schick. Ich brauche gefühlt wahrscheinlich eine Stunde, bis ich dieses Pferd sauber habe. Aber ich fange einfach mal an, Vincenzo. Für dieses dreckige Pferd brauche ich die Mörderwaffe und zwar den Zackenstriegel, weil du richtig fett eingesaut bist. Oh Gott. So. Wir sind jetzt soweit ready. Die Angelika ist auch gleich fertig. Vicky ist auch schon ready. Wir sind heute total im Partnerlook. Wir sind nämlich beide schick in Blau, in Navy unterwegs. Aber es ist echt kalt. Ich habe irgendwie gehofft, dass die Wolken sich ein bisschen verziehen und die Sonne mehr rauskommt. Das war allerdings nichts. Naja, jetzt setze ich noch Helm auf, hole meine Reitstiefel und dann gehen wir los. Gell? Oh, da will ich heute abschmusen. Hm? Nee. Reicht schon wieder. Wir sind jetzt unterwegs und ich glaube, man hat die Angelika gar nicht gesehen, aber hier ist sie. Du hast gerade mal alles gesagt. Wir sind jetzt ready und es ist immer noch die Sonne da. Sie scheint immer noch runter. Richtig schön. Hallo? Kenzo. Jetzt warte mal, so klappt das nicht. Hopp. Was, ne? I'm
rausgeholt, weil sie möchte unbedingt eine neue Route gehen. Ist das eine gute Idee? Also normalerweise reiten wir da jetzt immer links. Jetzt gehen wir rechts. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir verreiten uns. Wir sind tatsächlich wieder auf einen Weg rausgekommen, wo wir uns auskennen. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe kurzzeitig wirklich die Orientierung verloren und habe überhaupt nicht gewusst, wo ich bin. Aber der Angelika... Wie bitte? Ja, stimmt, ich bin mit der Angelika unterwegs. Aber jetzt kenne ich wieder aus. Jetzt haben wir ungefähr gar nicht bei der Hälfte. Gehen wir eine ganz große Runde heute. Jetzt, wenn der Boden ein bisschen trockener wäre, dann könnte man da jetzt voll rauf galoppieren. Aber der ist leider einfach sehr matschig. Es ist heute generell alles sehr matschig. Da schaut es ja nach Regen aus. Oh, oh. Oh, so schön. Oh, Angelika galoppiert. Siehst du das? Das war jetzt richtig romantisch, Angelika, wenn man der Sonne entgegengaloppiert. Dieser Moment, wenn wir jetzt da oben eigentlich entlang galoppieren wollten und da vorne jetzt einfach ein Mensch geht. Ich glaube, man sieht ihn gar nicht richtig. Doch, ein bisschen sieht man ihn. Da geht er. Mann, das ist unsere Galoppstrecke. Wir flitzen einfach. Ja, wie gesagt, da. Okay, jetzt geht's. Okay. Schönes. Aber der Mensch da vorne, kann man nicht weiter galoppieren. Wie ein Ansatz, den Menschen. Was tut ihr da? Oh nein! Kühe! Wir reiten jetzt einen großen Bogen um die Kühe, weil wir finden die immer sehr unsympathisch. Wir mögen die nicht. Oh Gott, sie hat uns zugemut. Ja! Es mut uns zu! So, hier bitte links. Doch nicht links. Oh nein, wir gehen doch geradeaus. Wir sind jetzt wieder fast zu Hause. Da vorne ist schon unser Stall, was man da sieht. War schön, gell? Ja, war sehr schön. Gibt's fette Belohnung. Wir sind am Stall angekommen. Wie geht's den Rücken immer drauf? Und er mampft auch hier schon seine verdiente Belohnung, das Mesh. Und ich sag's euch, der Rückenwärmer ist wirklich wie eine riesengroße Wärmflasche. Der wärmt optimal die Muskeln und die Nieren und den Rücken nach dem Training oder nach dem Reiten. Ich hatte den damals selbst genäht. Die Anleitung dazu habe ich in Instagram in den Highlights gespeichert. Geht total easy, kostet überhaupt nicht viel, bekommt wirklich jeder hin und ist so viel wert. Wirklich wie so eine Riesenwärmflasche und geht bis hinter über die Nieren. Richtig toll. So, ich darf jetzt hier fertig mampfen. Ich räume alles auf. Dann haben wir fast fertig. Wir sind jetzt fast fertig für heute, haben jetzt noch die Koppel weitergesteckt, haben noch das Heu aufgefüllt und die Pferde haben noch ihr Abendmüsli bekommen. Jetzt bekommen wir bloß noch den Abschiedsapfel und dann muss ich ab nach Hause. So, hallo. Guck mal, Apfel für dich. Ich habe ihn jetzt gar nicht klein geschnitten, aber ich glaube, ja, du kannst das auch so. Ist gut? Da, andere Hälfte auch noch. Oh, Blecki. So, den Rücken muss ich auch noch runter tun. Ich lasse das aber ziemlich lange drauf. So, so brav war sie heute, gell? Ja, ist gut. Offensichtlich. Oh Gott, so eine Sauerei machst du. Oder war es jetzt auch heute mit dem ganz spontanen Stallvlog hier? Ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Ich hole jetzt auch alles auf und dann geht's ab nach Hause. Und dann beende ich auch hier an dieser Stelle das Video, würde ich sagen. Bis zum nächsten Video, bis dahin. Tschüss!